Es wird mal wieder Zeit für ein schönes Wohl-Unboxing-Video und da wünsche ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kümmer-Tutorials. Und zwar habe ich diesmal im Sockenwollparadies ganz bei mir in der Nähe bestellt und zwar eine Stunde Fahrt ist es. Ich wollte eigentlich hinfahren, aber ich habe es dann nicht ausgehalten, habe dann doch online bestellt. Und die Bestellung ging ziemlich schnell. Die Homepage ist sehr übersichtlich. Ich konnte wirklich super einfach bestellen und ihr habt wirklich eine riesengroße Auswahl an Herstellern. Das könnt ihr euch hier anschauen und wir packen das Ganze jetzt wieder zusammen aus. Der Shop ist in der Infobox verlinkt. Hab wieder alles selber gekauft und jetzt wünsche ich euch eigentlich viel Spaß mit dem Video und los geht's. Ich werde das Ganze jetzt wieder hier öffnen und werde dann wieder reingreifen. Ihr seht dann wieder hier unten in der Ecke das Garn und rechts schreibe ich euch so ein paar Daten zu dem Garn. Und diese Garner gibt es auf jeden Fall alle im Wollparadies zu shoppen. Preis, Material, Lauflänge schreibe ich euch alles mit hin. Und ja. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal gleich los, ne? Ich würde sagen, da hab ich's wieder richtig krachen lassen, ne? Gerne könnt ihr mir wieder in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsgarn ist. Und habt ihr in den Shop vielleicht auch schon mal bestellt? In welchen Shop soll ich denn als nächstes bestellen? Hier oben rechts verlinke ich euch noch eine Playliste. Da findet ihr alle Shops, die ich schon so getestet habe. So, es geht gleich mit dem richtigen Garn los. Und zwar, ich wollte mal Garn von Ferner Wolle haben. Ich habe die jetzt bei Instagram immer so ein bisschen gestalkt und muss sagen, die haben wirklich super schöne Farbverlaufsgarne, gerade was das Sockenstricken oder Häkeln angeht. Und da habe ich mich einfach jetzt mal flashen lassen von dem Sockenwollparadies. Da bin ich nämlich auch darauf gekommen, mir die zu bestellen. Und die Ferner Wolle gibt es natürlich auch im Sockenwollparadies und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dort nachgegoogelt habe und diesen Shop gefunden habe. Und da habe ich mir gedacht, machst du gleich eine schöne Großbestellung. So, da habe ich mir hier zweimal von Ferner Wolle vielseitiges 210 Merino Wolle bestellt und ziemliche Naturtöne, aber sehr schön. Das ist wirklich super weiches Garn und die sind vom Preis her ein bisschen intensiver, aber ich glaube, wie es der Name schon sagt, das weiche Gold aus Österreich. Hier haben wir 75% Superwash Wolle und 25% Polyamid. Auf jeden Fall richtig schöne Farben, gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe hier natürlich 2x50 Gramm, das heißt für ein Sockenpaar brauche ich natürlich zwei Knäule, deswegen habe ich mir gleich zwei bestellt. Weiter geht's mit Comfort Sockenwolle vierfach, 100 Gramm, 420 Meter. Und zwar ist der Hersteller, HW Vertrieb steht drauf. Ich weiß es tatsächlich nicht, von welchem Hersteller das ist, aber die Farben sind ja wohl mal mega schön. Ich finde auch besonders schön, dass sie nicht durchlaufend sind, sondern so ein bisschen, ja, so eine Sprenkeloptik. Und dadurch wirkt das Ganze so natürlich so schön pastellfarben. Bin ich auf jeden Fall super gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Hier haben wir eine Zusammensetzung von 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Schön. Das Ganze habe ich hier auch nochmal in so einem, ja, kräftigen und Pastellton, weil die Grüntöne sind ja eher etwas softer, aber mit dem Schwarz zusammen sehr schön. Gibt es hier auch ein Bild, guck mal, so sieht die dann fertig aus. Also fand ich auch sehr nice. Tolle Farbzusammensetzung. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und hier Nummer 3, auch ein Komfortgarn. Auch hier wieder finde ich schön, dass diese soften Farben mit diesen kräftigen Farben schön harmonieren und gefällt mir richtig gut. Sind alles drei dieselben Zusammensetzungen, also wirklich sehr schöne Farben, muss ich sagen. Weiter geht's mit, da war ich glaube ich in der Angebotsecke und zwar Twin Socks. Wirklich schöne Sommerfarben, sehr, sehr soft in Gelb-Orange und auch wieder Pastelltönen. Ist natürlich von Langjans, Superwash 100 Gramm 420 Meter, also ganz klassisch. Und zwar haben wir eine Zusammensetzung von 75% Schurwolle und 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Schön sommerlich. Richtig nice. Also das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich mag ja wirklich ausgefallene Garne und da finde ich natürlich auch wieder schön, schöne softe Farben, nicht so stark und dann diese schön knalligen, ja, einzelnen Farben dazwischen. Also wirklich richtig schönes Garn. Zusammensetzung ist dieselbe. Wieder 75% Schurwolle und 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr nice. Und ihr könnt aus Sockenwolle natürlich auch anders machen. Ihr müsst natürlich Sockenwolle nicht nur für Socken nehmen. Weiter geht's mit Garn von, ja, Ferner Wolle. Auch hier wieder sehr, sehr kräftige Farben. Und es ist einfach nur
flauschig, weich. Ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Und zwar ist das Seide. Merino Sockenwolle mit Seide ist das nämlich. Und zwar haben wir hier 60% Wolle und 20% Seide. Und nochmal 20% Polyamid. Natürlich, damit sie schön strapazierfähig sind und nicht so schnell kaputt gehen. Auch wieder untypische Farbe für mich, aber ihr wisst ja, ich probiere alles aus und ich glaube, das wird eine ganz harmonische Socke oder auch ein schönes Tuch, weil man kann das wirklich super, es ist super weich und angenehm. Dann habe ich das Ganze nochmal in einer anderen Farbe mitgenommen, auch hier wieder einfach nur wunderschön, oder? Schaut mal, die ändert sich auch noch die Farbe, nämlich hier in so einen Regenbogen. Obwohl es ist kein Regenbogen, ich würde eher sagen, es sieht aus, als ob der Sommer zum Herbst übergeht. Aber richtig, richtig nice. Ich habe die schon verstrickt gesehen als Socke und ich kann euch sagen, wunderschön. Das ist wirklich so wunderschön. Ein Träumchen. Und auch hier wieder ein knalliges Farbträumchen. Ich liebe ja alles, was so pink, lila, rosa. Und hier ist wirklich alles drin. Das ist ein Garn von Atelier Citron und zwar ist das Tracking 6-fach, ist ein dickeres Garn. So, und die Zusammensetzung sind 75% Schurwolle Superwash und 25% Polyamid. Richtig geil, richtig geil. Weiter geht's gleich mit Tracking XXL heißt das Garn. Auch wieder ein schönes Farbverlaufsgarn, schöne Farbkombination mit den Rot-, Braun- und den Grautönen. Das ist die Farbe 733 und wir haben 100 Gramm 420 Meter, 75% Schurwolle, 25% Polyamid. Auch wieder echt schönes Farbverlaufsgarn. Ja, was schönes Blaues und zwar ist das Schöller und Stahl Fortissima Color. Sind 420 Meter, 100 Gramm. Und wir haben hier, auch hier, klassisch, 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Aber sehr schöne Farbtöne. Könnte ich mir tatsächlich auch in einer Kombi mit einer anderen Farbe sehr gut vorstellen. Wer auf grün steht, ich denke, für den ist das genau das Richtige. Und zwar haben wir Relana, und zwar flotte Socke, Perfect Stripes. Und anders kann ich es auch nicht sagen. Die Grüntöne, die Grautöne und dazu diese schwarzen kleinen Einschlüsse. Wird bestimmt richtig nice aussehen. Hier haben wir Farbe 1171 und hier seht ihr schon mal fertig verstrickt, also wirklich ganz coole Optik, muss ich sagen. 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Sehr schön. Also für alle Grünliebhaber ist hier das perfekte Garn für euch. Weiter geht's mit Gründel und auch hier haben wir die Hot Socks Mal Cassine, ich kann es nicht aussprechen, I don't know. Auf jeden Fall nice. Einfach so ein schöner Bärenton. Nicht so eine aufregende Sockenwolle, aber hier kann ich mir auch wieder vorstellen, in einer Kombination könnte man da bestimmt was sehr Schönes draus machen. 100 Gramm, 420 Meter, 75% Schurwolle, 25% Polyamid. Und ja, sehr, sehr schönes Sockengarn. Und hier seht ihr mal das Strickbild. Hot ist die Farbe auf alle Fälle. Wenn wir einmal bei Gründel sind, gibt es hier auch nochmal so einen Lachston. Bei uns sagt man zum Beispiel auch Leberwurstfarbe dazu. ja, sehr schön. Auch wieder schön mit diesem gesprenkelten. Ich mag das, wenn die Farben nicht wirklich so knallig durchlaufend sind, sondern auch hier seht ihr ja, wie das dann hier ein bisschen heller wird. Sehr schöne Farbe. Das ist auch 420 Meter, 100 Gramm. Und 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Sehr schönes. Was soll ich dazu sagen? Ich muss es einfach mitnehmen, weil irgendwie hat es mich an Melone erinnert. Jetzt, wo ich das Rot so sehe, ist es eher ein Orange. Ich dachte, das wäre rötlicher. Auf jeden Fall haben wir Sockyarn Mars und zwar von Mayflower. Sehr cooles Garn. Fühlt sich sehr weich an. Also nicht so wie ein übliches Sockengarn. Hier haben wir 75% Wolle und 75% Nylon. Also es ist wirklich auch, ja, es ist wirklich sehr weich und witzige Farbkombination, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe mal davon aus, hier, das ist das Strickbild, wie es verhandarbeitet aussieht. Natürlich, wenn man die jetzt verhäkelt, sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus, weil so ein Häkelbild ist natürlich gröber wie ein Strickbild. Hier habe ich wieder was ganz Herbstliches. Aber auch
Richtig schöne Erdtöne, Brauntöne. Also wirklich sehr schön. Jetzt fokussiert die Kamera endlich mal, dass ihr die Farben auch richtig schön erkennen könnt. Hier haben wir jetzt was, hier, ich kann sie aussprechen. Long Colors. Und zwar Soft Super Wash Wool, 25% Nylon, 100 Gramm, 400 Meter. Danke für Ihren Einkauf. Süß, oder? Ja, also wirklich ein schönes weiches Garn und Farben sind ja wohl mega, mega schön. Und zum Schluss habe ich noch meine altgeliebte Regia-Wolle. Ja, hier habe ich mich für drei Standardfarben entschieden. Weiß, Grau, was jetzt ein bisschen bräunlich wirkt, und ein Schwarz, weil ich kombiniere gerne immer die Ferse und das Bündchen und alles miteinander. Und deswegen habe ich mir hier wieder so Standardfarben eingepackt, damit ich die schön kombinieren kann. Gibt es auf jeden Fall dort auch. Also es gibt wirklich so viele schöne Hersteller und ich hätte wahrscheinlich noch weiter shoppen können, aber ich wollte eigentlich gar nicht über 100 Euro kommen, aber irgendwie, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Das sind meine letzten Garne. So schön bunt kann das Leben sein und ich finde meine Bestellung wieder echt schön. Ich habe wirklich schöne Farbverlaufsgarne dabei und viele Hersteller und ich kombiniere ja gerne miteinander. Und gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welches euer Favoritgarn ist und was ich vielleicht mal als nächstes testen soll. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video bzw. mit den Videos hier oben in der Playlist und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials. Und wer gerne mal im Sockenwollparadies reinschnuppern will, Link ist hier unten in der Infobox.